Ein herzliches Willkommen zum neuen Monat, und zwar der Monat Mai. Wir haben jetzt schon den dritten Freitag. Ist heute der dritte? Ja, genau. Und ja, das letzte Video, das blablabla, aber ist egal. Das letzte Video hat euch ja sehr gefallen. Also ja, ich war erst nicht so überzeugt von dem Video, aber beim Schneiden gemerkt, Mensch, aber doch ganz schön viel Material. Und ja, diesen Monat geht's weiter. Stehen ein paar Sachen an diesem Monat. Ja, ich habe wieder richtig Bock auf Videos und so weiter. Ihr seht im Hintergrund schon meinen neuen Fernseher. Ah, da kommt vielleicht diesen Monat oder vielleicht war schon. Ja, ist immer so komisch, wenn man jetzt hier anfängt zu reden und das Video kommt jetzt in einem Monat. Ja, ich mache ja, wie gesagt, noch so einen Statusbericht zu dem Fernseher, also meinen Erfahrungsbericht, so nach 3, 4 Wochen. Kann sein, dass es jetzt schon online ist, das Video. Oder vielleicht kommt es noch. Wer weiß, wer weiß. Ja, was ich sagen wollte, nicht so viel quatschen. Ich habe heute Post bekommen. Oder besser, ich muss jetzt abholen von der Post. Und zwar, ich zeige es euch am besten. Und zwar nicht Lotti hier, sondern ja. Weg da! Hast du? Hast du? Was ist mit dir los? Hä? Wir kuscheln gleich, Lotti. So, wir, ja, ihr könnt es schon sehen, wie viel da alles, ja, was da alles drauf ist, ja. Also das Ding ist voll. Rückseite haben wir auch nochmal einen Zettel dran. Von Zabi, ich hatte ja da bis jetzt immer Glück gehabt mit dem Zoll. Ich musste bloß einmal Zoll zahlen, sonst habe ich immer wirklich, ja, alles durchbekommen, wo andere bezahlen mussten, habe ich nichts bezahlt. Ja, diesmal hat es mich angearscht. Ich habe hier das Zabi-Steelbook hier von Captain America, Frost Avenger. Ich habe mir auch das vom zweiten bestellt. Das müsste auch noch diesen Monat kommen. Wären bestimmt auch nochmal 12,27 €. Ja, verfickte 12 Euro. Ich hoffe, es ist jetzt scharf hier. Naja, ist mal ein bisschen schlecht einzufangen hier. 12 Euro, verfickte 12,27 € musste ich hier, also besser Zoll eigentlich nur 6,27 € und die verdammte Post bekommt auch nochmal 6 Euro. Ja, das Ding hat 32,99 € gekostet. Da steht's. Ich glaube, so viel war der Preis. Für die 4K UHD ist okay. Ich habe den ersten und zweiten. Doch, den zweiten habe ich im Steelbook. Der zweite ist aber mein Lieblings-Marvel-Film. Immer noch, auch nach Endgame. Und wie gesagt, ja, ist ein bisschen teuer, aber ja, war es mir jetzt wert gewesen. Ist ein verdammt geiles Stück Scheiße, sage ich jetzt mal, das Ding. Unboxing habt ihr sicherlich schon längst gesehen. Das müsste schon längst raus sein. Ja. Ihr seht, verzollt, Sendung am Empfänger auszuhändigen. Also hier steht eine ganze Menge drauf. Ich will euch nicht länger hier auf die Folter spannen. Und zeige, ja, okay, ihr kennt es ja schon. Ich habe es schon einmal aufgehabt. Hier, ein richtig schönes Teil. Ja, wie gesagt, Unboxing. Verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung, falls einer doch noch nicht gesehen haben sollte. Vielleicht ist ja auch schon von dem zweiten Teil das Unboxing raus. Kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, hier wirklich, wenn man das raufrechnet, hat man hier dann 40, 45 Euro bezahlt für das Steelbook. Und das ist schon ganz schön heftig. Dafür kriegt man schon ein vernünftiges Fullslip, ja. Aber naja, macht man ja nicht immer so. Wie gesagt, vom dritten habe ich mir das nicht mehr bestellt. Aber ja, das wollte ich bloß mal zeigen. Oh, das ist ja hier. Wie sieht das denn aus? Was ist das denn? Ist das ein veganer Burger? Das ist vegan. Den ganzen Vormittag. Und wo hast du den jetzt her? Erzähl das mal. Den hat Dennis besorgt. Wie besorgt? Geklaut oder was? Hat er geklaut, ja. Nee, hat er bestellt bei seiner Arbeitskollegin. Der Mann ist vegan. Aha. Ja, und wir machen heute mal Wildburger. Wildburger. Wären wir danach auch wild? Ja, richtig geil. Könnte passieren. Ja. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich kenne die auch nicht. Ich auch nicht. Sie sehen jedenfalls ekelhaft aus. Die wurden auch schon als lose Wurst bezeichnet. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Jetzt schon umdrehen? Nee. Nein, gut. Es war noch nie großartig hier Burger gemacht, aber irgendwann ist mal das erste Mal. Genau. Schauen wir mal. Natürlich auch belesen, ja. 10 cm und 2 cm dick. Oh, du bist ja. Ja, So. ich kenne natürlich auch den Kochen mit Zimtschnecke. So, wir sind hier heute beim Männerabend. Sind wir das? Ist das Männerabend? Wir sind hier beim Männerabend. Lobby bei. Ach so. Ja, wir grillen hier ein bisschen. Burger gibt's heute. Natürlich werdet ihr das Endresultat nachher sehen. Ja. Hier sind noch einige Kandidaten, die ihr schon kennt. Aus den diverse die Avengers Endgame Videofahrten Video oder wie das, das Adventure Adventures. The Adventures.
Adventures. Und ja, wir essen jetzt hier Burger, trinken vielleicht auch einen Kaffee und eine Cola. Ja, natürlich. Und Saft. Eine Milch auf jeden Fall. Proteinmilch. Proteinmilch trinken wir noch. Wir trinken keinen Kromba und keine Cola. Was hast du da? Proteinmilch mit Vanille. Proteinmilch mit Vanille. Was ist denn aus dem Aldi heute? Nee. Keine Markennennung hier. Aber ich schenke dir, was schenken dir? Wir schenken dir sowas. Wieso denn das? Du musst mal für den Kopf, da siehst du scheiße aus, ja. Komm, wir gucken hier nochmal zu den Burgern. Was ist der Buddy? Und? Oh, geht ja ganz schön schnell, wa? Was hast du denn da für Buns? Hast du? Das Burger und Brot. Natürlich ganz normale Burgerbrötchen. Die bilden aus dem Aldi. Ja. Aus der Edeka meine ich. Ja, natürlich. Keine Markennennung hier? Nein. Nein. Gut. Dann mal gucken, wie die sind. Wir schauen gleich mal, wie das aussieht. Guckt euch die Chaoten an da beim Grillen. Jena schafft es nicht. Übrigens, erklär nochmal, was ist da in diesem Fleisch drin? Also einmal haben wir Reh. Reh und Wildschwein. Reh und Wildschwein. Und Glyphosat. Und Glyphosat. Was noch? Reh und Wildschwein, Hasen. Nee, nur Reh und Wildschwein. Ich bin sehr gespannt. Habt ihr was noch nie gegessen? Du meinst ja, das schmeckt gut. Zur Not können wir uns ja an der Ecke noch bei Ahmed was holen. Und alles selbst überfahren. Ja. Alles selbst überfahren. Ja. Ja. Alle drüber, habt ihr auch noch Alkohol? Ne, warten heute Luft, ich kurz raus. Also fängst du damit anhauchen. Ja. Habt ihr letztes Mal noch ein Futter zigiert, noch was kühle Phase? Ja, oh, das hat sich Stunden, ja. Hört auf. Ja, ich sag jetzt. Du bist ins Auto eingestiegen und danach musst du erstmal eine Grundreinigung beantragen. Kannst du auch vergessen, bei Kochi. Okay, machen wir. Ja, wir freuen uns schon auf diese Burger. Komm mal her, ja. Oh, sie sind fast fertig. Oh mein Gott. Die Einhandwendeposition, Technik, ja. Hand in der Hose. Ja, mit Hand in der Hose. Hand am Sack, Bunny-Technik. Ja, Bunny-Technik, genau. Jeder hat am Sack. Hier so, Leute, ihr seht das Endresultat, da fällt schon erst unterm Tisch hier, weil diese besoffenen Leute hier, die zu unfähig sind. Was ist das denn? Hast du den Platt gedrückt oder was? Ja, wie bei McDonald's. So, hier ist er. Ich bin gespannt. Finger weg von meinem Burger, du Vogel. So, mal gucken, wie er schmeckt. Dann gucken wir, was schmeckt. Und der im Teller kurz sehen. So. Ich will noch ein bisschen Musik hören, bevor wir in den Flieger steigen. Und dann? Kann man essen. Obwohl es hier von Dallas ist. Aber. Echt? Der Werfen wäre noch geil. Der Werfen wäre noch geil. Der Werfen. Du wirst kein Messer haben, aber der Wetter. So, hallo Freunde. Weiter geht's hier mit diesem Vlog. Ich habe mich jetzt mal, wie das überhaupt ausgesprochen wird, mal ein bisschen mehr informiert. Ich habe es uns mal Vlog gesagt. Aber man sagt ja, das ist ja eine Ableitung von dem Wort Blog. Blog ist ja in Textform und der Vlog, sage ich jetzt nochmal, ist ja eigentlich in Videoform, ein Blog in Videoform. Und da habe ich jetzt mal geguckt, weil jetzt einige immer, mich wird das so ausgesprochen, so, manche sagen ja auch Vlog zum Beispiel, kleiner Gruß. Aber habe ich ja, wie wird das denn jetzt eigentlich richtig ausgesprochen? Habe dann nochmal ein paar amerikanische Videos geguckt und eigentlich wird es immer gesagt Vlog. Ja, also man schreibt nicht mit V, sondern wie ein W halt, wie ein Englisch halt, Blog. Und so ist auch nicht Blog, sondern Blog. Man sagt ja auch kein B-Log. Ja, darum V-Log. Jetzt, ich versuche das abzustellen und sage jetzt immer halt Vlog dazu. Ja, weiter geht's. Ja, wir haben heute den, scheiße, welcher ist denn heute? Der 10. oder 11.? Ich glaube der 11.5. heute, Samstag. Ja, ein bisschen hier am Aufräumen, ein paar Videos gedreht, hier die Bounty gerade, das Mediabook, weiß nicht, wie es hinstellt, irgendwo lag es hier gerade, gerade das Video abgedreht, das ja heute noch online kommt oder natürlich jetzt schon online ist. Und ja, jetzt ist ja gerade wieder dieser Hype hier mit
S, der zweite Teil, ja, S2 Trailer. Ist ja, glaube ich, die Woche erschienen. Ich habe ein bisschen mir bis jetzt nicht angeguckt, weil ich bin ganz ehrlich so, wie gesagt, diese Horrorfilme, jeder, der mich kennt, der weiß, ich schaue das ja nicht so gerne. Also früher ja, ich habe zum Beispiel alle Scream-Teile im Kino gesehen. Also früher habe ich das ja geliebt, diese Filme, bis sie dann so extrem dumm wurden halt. Hier mit hier Wrong Turn und Hills Have Eyes oder so. Das sind ja grottenschlechte Filme, die waren ja furchtbar gewesen, die sind sowas von dämlich. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf diese Filme, habe jahrelang kaum welche davon geschaut. Und jetzt im letzten Jahr hat es erst wieder so ein bisschen angefangen. Wurde ich mal wieder so ein bisschen, drauf aufmerksam, habe wieder ein paar nachgeholt. Es gibt wirklich wieder ein paar richtig gute hier, wie, ich spreche es immer falsch aus, Hereditary oder The Witch war cool oder, ja, was gibt's denn da noch alles? Es gibt schon einige gute, ja, hier, Suspiria, hier das Remake, der alte, okay, der alte ist jetzt nicht neu, wirklich gute Filme, die, wie gesagt, ich stehe nicht auf diese Jumpscares, ja, Conjuring habe ich mir auch angeguckt, 1 und 2, die waren jetzt wirklich nicht schlecht, aber, ja, die sind halt wieder immer diese Jumpscare-Sachen, ich mag immer so, wenn mehr so dieser Psycho-Horror irgendwie so ein bisschen durchkommt, das ist für mich irgendwie so, ich muss nicht diese Jumpscare-Effekte, das ist mir irgendwie, das weiß ja auch schon immer vorher mit der Musik angekündigt wird und so. Aber wie gesagt, ist jetzt hier zu lang das Thema, wollen wir jetzt gar nicht kurz anschneiden. Aber ich habe mir gedacht, ich gucke jetzt mal den S2-Trailer hier. So eine kleine Reaction-Video hier in diesem Vlog. Und ja, habe ich gedacht, mache ich das mal. Habe den jetzt hier schon rausgesucht auf dem Fernseher. Ich kann euch den natürlich jetzt nicht zeigen, aber ich mache den jetzt einfach mal an und guck mal und sag dazu, wie ich den finde. Ich muss nochmal dazu sagen, den ersten habe ich im Kino gesehen. Also jetzt den S, der letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, also letztes Jahr war das gar nicht, schon vor 2 Jahren, oder? Letztes Jahr war das nicht, davor das Jahr, genau. Kam und fand ihn jetzt nicht schlecht, der war handwerklich gut gemacht, der sah gut aus, war okay, aber für mich auch nicht so wieder, wie ihn alle machen, so, oh, der war so genial, der hatte auch wieder diese Fehler, die alle diese Filme haben, und das ist halt diese dummen Sachen teilweise, diese Klischee-Sachen hier, wir müssen alle zusammenbleiben. Und drehen sich um, alle verstreut. Ja, so diese Sachen, aber das nervt mich dann immer. So ein paar Sachen waren da auch nicht ganz okay. Ich hab auch schon nicht mehr gesehen, lang, also nur damals im Kino. Hab mir auch nicht die Blu-ray oder so gekauft. Der war jetzt nicht verkehrt. Aber ich habe jetzt null Hype irgendwie auf den zweiten. Ich mache jetzt hier mal an hier. Mache ein bisschen leiser hier, nicht hier irgendwelche Problem. Auch natürlich noch Werbung hier, natürlich. Schaue ich dir mal so eine kleine Reaction hier. Und mal gucken, wie das hier so wird. Ist ein bisschen zu leise, ist ja gar nicht mehr. Bisschen Musik hier hören hier. So. Oh, jetzt startet er. Es klingelt. Ja, die sind erwachsen jetzt alle. Ja, gut aussehen, das war ja schon im ersten, als sie den gemacht haben, vom Kameratechnische und alles. Ja, jetzt werden sie bestimmt noch ein bisschen mehr Geld gehabt haben. Wir könnten noch mal so ein Thema machen, Remakes. Ob die Sinn machen oder nicht. Aha. Die alte Frau scheint wohl nicht so der zu sein, der so war, ist oder so. Aber Sie wissen ja, was man mit der Welt sagt. Niemand, der hier stirbt, stirbt jemals wirklich. Also, sehr cool gemacht. Man kriegt schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Aber wieso heißt das Ding eigentlich Teaser-Trailer? Das ist ja schon wieder ziemlich lang. Aber so eine Szene mal zu nehmen, ist auch mal was anderes, ja, als so lauter Ausschnitte zu zeigen. Also sehr atmosphärisch, auf jeden Fall. Bist du auch immer noch sein kleines Mädchen, Beverly? Bist du?
Also. Ein bisschen Gänsehaut. Das Meeting des Clubs der Verlierer hat offiziell begonnen. Wir können es schaffen, aber wir müssen zusammenhalten. Auch gute Schauspielerwahl, muss ich sagen. Also mir gefällt der Trailer. Also muss ich sagen, gehen wir aus hier wieder, Hut ab. Also hat mir, war schön atmosphärisch zum Anfang, ja, mit der alten Frau dort. Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall im Kino gucken, ja. Doch, muss ich sagen, fand ich jetzt wirklich sehr, sehr cool den Trailer. Sehr cool. Wie gesagt, coole Schauspieler. Habe ich Bock drauf. Der Hype ist jetzt nicht da, weil ich weiß nicht, ich glaube, so viel anders wie der erste wird er nicht sein. Aber ich denke mal, der wird ein okayer, guter. Naja, vielleicht sogar. Vielleicht überrascht er mich ja sehr. Vielleicht ist er jetzt doch nochmal besser wie der erste. Aber ich freue mich jetzt doch drauf nach dem Trailer. Bin ich ganz ehrlich. Ja, das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr so eine Reaction hier mal öfters sehen wollt von mir. Vielleicht auch mal in einer anderen Art oder so, vielleicht auch wirklich mal als Video. Ja, sonst bin ich eigentlich nicht so der Freund davon. Ich gucke meistens sowas auch nicht. Aber wie gesagt, könnt ihr ja mal schreiben. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, jetzt ist ja noch Pikachu erschienen im Kino, aber das ist nun gar nicht meins. Also Pikachu wollte ich auch noch mal kurz anmerken. So, den werde ich mir auch nie angucken. Das ist so, wer das toll findet, okay. Aber das, als das damals rausgekommen ist, ich bin dann auch nicht mehr der Jüngste, war das damals, ich weiß gar nicht, wann die ersten Spiele da oder so erschienen sind, oder Serien, oder ich weiß gar nicht, was da als erstes war. Das war so, ich weiß, da gab es noch, das war noch das N64-Zeiten war das noch, glaube ich. Da gab es dann auch so eine Pikachu in Gelb mit diesem Kopf von dem Typen da oder von dem Vieh mit drauf und so. Das war so, aber diese Zeit, da haben wir, ich und meine Kumpel, so langsam die Frauen entdeckt. Und das war dann für uns so Kinderkram. Also habe ich nie gespielt. Ich bin da nie irgendwie. Ich kann doch gar nicht verstehen, wenn welche Leute, die so alt sind, auch wie ich, oder teilweise älter, dass die das auch kennen und auch spielen und dann bin ich mal überrascht. So, wie gesagt, für mich damals war das schon zu Kinderkram. Ja, ist ja dann, irgendwann hat man dann so eine Schwelle erreicht im Alter, wo man dann sagt, ah, das ist ja hier für die Kinder, das sieht mich nicht. Ja, Babykram, ja, und das war damals zu der Zeit. Ja, also. Aussieht hier. Ja, wie gesagt, darum Pikachu, absolut nicht meins. Ist, ja, genau wie Dragon Ball oder was es da alles gibt. Das war, ich verwechsel das manchmal auch miteinander. Und wie gesagt, darum gibt es auch kein Video zu geben und weil es einfach nicht meins und ja, ist nun mal so, ja. Ja, okay, in diesem Sinne, gucken, was als nächstes kommt. So Leute, oh, ein bisschen dunkel hier, wa? So, ein bisschen lichter machen, wa? Oder so jetzt, ja. So Leute, ich bin gerade frisch von Arbeit gekommen, wir haben Freitag und der liebe Michael aus Österreich, ihr kennt ihn alle von dem coolen Paket, was er mir, oder diese drei Paketen und der Power war auch schon Paket, mein Gott, was er mir da geschickt hat und da waren jetzt die Unboxing oder die, ja doch, die Unboxings fertig. Ich war durch, hatte ihm geschrieben, er fand es auch ziemlich cool, die Videos, hat mir gefragt, ob mir die Videos gefallen haben und so weiter, alles super und auf einmal sagt er mir, ich habe schon wieder ein Paket für dich und das ist heute gekommen. Ich drehe jetzt das Mystery Unboxing Video. Das dürft ihr natürlich jetzt schon gesehen haben, wenn hier dieser Vlog, heißt ja nicht mehr Vlog, sondern Vlog, online ist. Und ich zeige euch mal kurz das Paket. Ah, ich bin mega gespannt. Da haben wir das gute Stück. Ja, da steht ein Schauspieler. Da steht das Paket. Ihr seht schon, es ist wieder eine Kleinigkeit, meinte er. Aber das sieht nicht nach einer Kleinigkeit aus. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Ich bin richtig aufgeregt und freue mich drauf, das Teil jetzt auszupacken. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nein, Quatsch. Ja, wir fahren jetzt wieder ins Kino. Mhm. Letztes Mal habe ich die Kamera vergessen gehabt. Da waren wir ja schon zu John Wick Kapitel 3. Da war ich gar nicht dabei. Ach, da warst du ja nicht dabei, stimmt, ja. Dann hätte die Kamera auch nicht. Parabellum, wie hieß denn der nochmal? Also, du warst ja nicht dabei. So stimmt, du warst nicht dabei? Nee. Wir waren, ja. Was würde ich sagen? Ja, da habe ich die Kamera vergessen gehabt. Und darum haben wir dann gefilmt.
ja, Review dazu habt ihr bestimmt schon gesehen. Und jetzt gehen wir zu Godzilla. Godzilla 2. King of the Monsters, glaube ich. Genau. Genau. Wir sind schon gespannt. Diesmal nur zu zweit. Die anderen haben gesagt, so einen Scheiß gucken sie nicht an. Ja, alle die Idioten, Ahnung. Alle keine Ahnung. Und wir haben heute Mittwoch vor dem Männertag. Genau. Und wir sind noch nüchtern. Wie immer. Wie immer. Und ja, mal gucken. Wir hören später. Yo, wir sind jetzt raus aus dem Kino. Ja. Haben wir nochmal geguckt. Godzilla 2. King of the Monsters. Ja, Bild war scheiße hier im Kino. Oh ja. Vielleicht sind wir auch jetzt verwöhnt durch die guten Fernseher, die wir haben. Ja, nette sowieso. Die Fernseher sind schon verwöhnt, ja. Ja, also 3D war natürlich wieder scheiße. Ja. Vor allem, darum war der Film war schon sehr dunkel die ganze Zeit. Das war dann auch nochmal kontraproduktiv. 3D war auch sehr schlecht eingestellt. Du hast ja in der Ecke mal gesehen, das war immer verschwommen. Ja, 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 das ist scheiß Kino. Ja, aber Film, ich muss sagen, war jetzt auf jeden Fall. Also ich fand ihn jetzt geil. Ich muss das nochmal ein bisschen sacken lassen. Die Action war eigentlich cool, so waren schon coole Schlachten bei, so, da kann man ja nicht sagen. Ja, das Menschen hatten gingen mir so ein bisschen auf den Sack, da waren mir ein bisschen zu viel. Musik war auch cool eigentlich so. Ja, ich muss da glaube ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich bin jetzt nicht enttäuscht. Nee, das nicht, aber wie gesagt, ich fand den ersten besser. Ja, und ich fand auch auf jeden Fall Kong Skull Island besser, muss ich sagen. Aber wie gesagt, nicht schlecht. Ich muss ja immer noch über nachdenken. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber hab mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, irgendwann ein bisschen was gefehlt, finde ich. Naja, mal gucken. Gut. So Leute, ich habe ja immer gesagt, dass ich euch so ein Collection-Video machen wollte, wo ich immer was zeige. Die ist jetzt zwar schon Ende des Monats, aber das müssen wir natürlich noch schnell machen hier. Und da habe ich mir jetzt ausgedacht, ich zeige euch mal meine Blade Runner Sachen. Hab hier schön Blade Runner, das Steelbook, denn hier diese Sonderedition, ja, hier auch mit dem Auto, da noch das Blade Runner 2049 Pferdchen, wo da der Karton ist. Ja, dann habe ich hier dieses Auto einmal. Und hier meine Neckar-Figuren, wo es 4 Stück von gibt. Ja, denn dahinter noch ein paar Future Packs, Steelbook hier, die es gab. Die geilen Gläser hier, diese schicken Gläser. Ja, ich sag nichts dazu. Hier noch das schöne Steelbook hier von Filmarena, ganz genau. Denn hier hat eine Future Pack, da hinten mit dem geilen Lenti. Ja, coole Sachen auf jeden Fall bei, da auch noch so ein Lenti dahinter. Ja, und nächsten Monat. Warte mal, ich zeige euch mal hier noch Harrison Ford. Ja, noch mal kurz die Gesichter hier. Die Figuren sind eigentlich ganz cool, kosten ja nicht so viel. Ich glaube, ich habe es mal im Doppelpack. Und ja, mal gucken, was ich euch nächsten Monat zeige. Ha! Was ist hier los? Spielst du mit dem Hund? Ja, der. Ich habe hier nämlich was ganz Leckeres. Hot and spicy. Nee, Cabanossi. Aber wir wollen jetzt... Aber richtig hot. Ja. Genau. Da machen wir jetzt ein Tasting-Video. Tasting? Erstmal soll ich kurz hier mal eine Einleitung machen. Ja, ihr seht ja, der Manuel ist hier bei mir zu Besuch. Hi. Wir haben hier heute Männertag. Herrentag. Herrentag, scheiße. Vatertag. Vatertag, bis ich mal Christi Himmelfahrt. Oder so. Und ja, wir machen jetzt hier ein cooles Wochenende. Da werdet ihr noch ein paar coole Videos sehen. Das wird sich ein bisschen splitten, weil morgen ist ja der 31. Ja. Ja. Und dann ist der erste. Und der erste heißt, das kommt halt in dem nächsten Monat in dem Video. Ja, völlig egal. So ist das nun mal. Wenn es kommt, dann kommt's. Ja, da kommt, da könnt ihr euch noch was richtig geil freuen. Aber jetzt los, komm, reiß auf die Scheiße da. Ja, ich weiß nicht. Wir wollen hier nicht die Leute so langweilen mit unseren hässlichen Gesichtern. Ja, da hast du auch vollkommen recht. Sonst müssen die sich das doch schön saufen. Oh, der Hund kommt. Der Hund kommt, ich muss den Hund wegmachen. Wisst mal, Geruchstest. Erstmal ein Geruchstest. Oh, aber rotzt nicht drauf. Die riechen geil. Ja, riechen tun sie geil. Ich gebe dir mal eins raus. Ja. Wie ist das eigentlich passiert? Ich jetzt nicht. Ja. Was sind das? Sind die noch zusammengebunden? Und, ja, oder? Ja. Scheiße. Das heißt hier bitte, hast du gleich 2. Ja. Ja, gut. Genau. Und wollen wir gleichzeitig? Die sind wirklich glitschig. Was die sind echt glitschig, ich weiß nicht. Total freut, oh, der Hund kommt. Lotti, nein, die sind nicht für dich. Oh, hast du schon den Mund gesteckt? Oh. Boah, sind aber, Alter, sind die rot. Dann stellt er bestimmt nicht scharf. Stellt nicht scharf? Nee, das ist ein bisschen schwierig mit dem Scheiß. Zu nah? Naja. Von nah unten? Also, aber scharfen sind es aber nicht. Oder vielleicht kommt das erst noch. Brennt immer zweimal. Not die Nein. Du hast schon nicht Frühstück. Hm? Aber ich bin geil. Also. So, ja. Ich finde es nur komisch, dass die so feucht sind. Hey, mit vollem Mund spricht man nicht, Bauer. Ja. Ja, Manuel. Na. Und? Was sagst du? Ich bin so geil. Warte, das halbe uns die letzte. Ach, die sind natürlich einzeln. Das war schon alles? Mhm. Die Packung hast du davon mitgenommen. Nur 2.
Oh, armer Hund. Jetzt muss ich für den Hund auch noch was holen, ja? Ja. Oder? Ja, definitiv. Müssen wir machen. Gut. Du schmeckst das, bestanden? Ja, auf jeden Fall. Zwei Daumen hoch. So, Leute. Hier haben wir jetzt unseren kleinen, ja, Wegeschmaus. Oder klein, was? Aber fein. Und jetzt, oh, er hat schon ein Messer gezückt. Na, dann öffne mal. Messer. Ja, dann öffne mal die Büchse, schlag ihm den Kopf ab. Der alte Halloween-Fan, Michael Myers. Ding, 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 ding. Nee, genau. Was ist denn hier los eigentlich? Schon alles leer hier. Ja, du, wir haben ja auch schon 12. Ja, reiß sie auf! Ja, somit hätten wir das auch. Oh, ist das geil. Geruchstest. Boah, hm. Geil. Riech mal. Ohne Scheiß. Riecht echt geil. Mm. Oh, der riecht nach Whisky irgendwie. Wie kommt der jetzt hier raus? Der läuft da raus. Okay, haben sie extra eingebaut, damit nicht alles auf einmal damit du wie so ein Idiot, oder? Damit du nicht gleich das halbe Glas voll gehst. Damit so ein Idiot fehlt. Das Ding fett. Ich weiß, das kriege ich öfter zu. Wir haben natürlich, warte, das muss man natürlich auch zeigen. Schöne Zimmigläser. Ja, Zimmi, Genießer. Ja. Ah. Dann machst du blub, 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 da kommt der eigentlich raus, ne? Reicht's? Ja, ja. Kannst du das Ding überhaupt halten? Das sieht ja sehr komisch aus. Ja, ich bin's nicht gewohnt, so dicke, fette Dinge zu halten, ne? Cola? Im Kühlschrank. Okay, dann machen wir das zweite Gläschen hier noch. Ah, das Geräusch wieder. Passt schon. Passt. Ach, das ist ein dicker, fetter Oschi, ey. Da haben wir uns was vorgenommen, oder? Ja, drei Liter. Wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Na. Nee. Da find ich, wenn man auch den Kühlschrank sieht, der oben nur Alkohol drauf. Ja, da ist aber keine Cola drin, du Bauer. Echt nicht? Haben wir nicht richtig? Nein. Dann ist die in meinem Kühlschrank drin, vorne. Aber ist ja nicht so schlimm. Wo? Dann nehmen wir halt eine warme Cola. Nein. Hallo? Wir wollen keine warme Cola. Dann muss ich kurz unterbrechen hier. Wo ist denn cool? So, nach kurzer Unterbrechung haben wir jetzt irgendwie auch Cola. Wie hergezaubert. Zero aber. Nee, wir wollen ja nicht fett werden, ja? Ja. It's fit your macros. Alles Keto hier. Nee, hier ist nichts Keto. Das ist definitiv High Carb, oder? Whisky? Und das ist Low Carb, oder nicht? Whisky? Weiß ich doch nicht. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. So, passt. Boah, ist schön kalt. Zeig doch. Geil. Jo, mein Guter, dann sag ich mal. Ups. Hi. Danke für die Gastfreundlichkeit. Prost. Gluck, wohl. Gluck, 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 Gluck. Aber sowas von, also dieses Hamm-Ding hier. Siehst du mal. Ja, dann würde ich mal sagen. Auch toll. Naja, mal gucken. So begeistert bin ich jetzt noch nicht. Was ist das denn hier, so das hier? Oh mein Gott. Ja, heute noch ein kleiner Grillabend hier. Ja, mein Gast ist Manuel hier, den müssen wir noch beköstigen. Und ja, yeah, so muss das aussehen. Jetzt ganz schnell, spontan ist hier nicht groß. Burger gibt's nachher auch noch. Ja, zeige ich euch natürlich nachher noch. Ihr wisst, ich bin Burgerfreund. Okay, ist jetzt auch alles nur spontan und schnell gemacht. Geht natürlich auch alles besser. Aber, Ich habe nicht telefoniert, bis die Musik nicht singen, dann noch vorbei, habe ich verstanden. Ich bin doch das geht jetzt auch von hier. Zoom mal an.